Moin Moin Freunde und herzlich willkommen zu diesem Spiel, Spiel 3, Viertelfinal, Playoff-Serie. Bremerhaven zu Gast in Wolfsburg. Wolfsburg kann das Ding heute dicht machen. Bremerhaven will und muss gewinnen, um für Samstag nochmal ein Spiel rauszuholen. Aber mit solchen Pässen hier holt man dann nichts raus. Aber jetzt geht's hier weiter. Aber hier versucht man gleich direkt eine starke Situation rauszuholen. So, ja, hier versucht man das auch nochmal. Hier der Pfosten. Was ein schönes Ding. Und jetzt versucht man hier weiterzumachen. Time again. Ja, das ist schon mal hier ein starker Anfang. Jetzt Jeglitsch. In meiner Situation ist er dabei. Auch hier kann man auch mal was machen. Also ich habe jetzt extra die schwarzen Trikots hier genommen für die Wolfsburger, weil die sehen ein bisschen ja, so ähnlich aus wie denen ihre Playoff-Trikots. Ja, kann man sehen jetzt, wie man möchte eigentlich, aber wenn man es genau nimmt, ist es tatsächlich so. Trischka hier bei mir in der Verteidigung. Ich habe Mike Moore rausgenommen, weil, wie gesagt, ich finde Mike Moore in diesem Spiel tatsächlich nicht so nice. Ja, hier Jan Urbas. Ja, hier wird er zu Fall gebracht. Auch nicht so die korrekteste Sache hier, aber Patch Elber kann sich hier weiter durchsetzen. So, Bremerhaven muss jetzt hier tatsächlich mal was machen und gewinnen. Franz Repp sehr sicher, macht die Scheibe schnell über Jan Urbas. Oh, wird hier direkt gestoppt. Das habe ich auch noch nicht bei diesem Spiel verstanden. Ey. Dass die Spieler dann wechseln, wenn die in einen Angriff sind. Habe ich so auch noch nicht mitgekriegt. Ja, sehr schön. Hier die Scheibe wieder schnell gemacht. Jetzt hier auf Nino Kinder. Ja, Weise versucht da tatsächlich nochmal richtig gut durchzukommen. Und damit wird das Spiel unterbrochen, weil Franz Repp die Scheibe sicher hat. So. Ja. Sie versuchen es. Jetzt geht es in die andere Richtung. Kinder, ja, macht hier einen schönen Alleingang. Kann man sich nicht beschweren. Weiter geht's. Oh, das ist doch nicht möglich. Here they come up along the wing. River Haven's got the puck against the half wall.
Man versucht hier wirklich alles zu geben. Und das ist die Strafe. Für die vier Stumpinguins, Wladimir Menger Beinstellen. So. Das macht er sehr nice hier, der Franz Repp. Oh, hier der Move. Das hätte man auch mal bestrafen können. Oh, oh, oh. Aber Franz Repp hier sehr sicher im Moment. Ja, Franz Repp macht hier gerade einen sehr guten Job. Saved hier wirklich die gefährlichen Dinger raus. So, weiter geht's. Und wieder Franz Repp. So, jetzt geht es in die andere Richtung. Und es ist Bremerhaven, die jetzt hier endlich mal wieder richtig Druck auf die Wolfsburger machen. So natürlich nicht. Oh, das war richtig gut gespielt. Der kann und will. Es war nicht das Optimale gerade. So, weiter geht's in die andere Richtung. Es wird einfach mal geschossen, aber genau das ist es. Das muss Bremerhaven einfach machen. Einfach schießen, versuchen die Sache zu machen und die Sache gut zu machen. Auch das muss mal sein, Verteidiger. Einfach schießen. Ja, versucht sich hier ein bisschen was rauszuspielen. Und dann holt man sich hier einfach die Dinge. Sehr gut gespielt. Auch das hier sehr nice gespielt, aber die Wolfsburger sind da ein Stückchen besser unterwegs. Abseits. Das Bulli ging jetzt doch nochmal an die Wolfsburger. So, die ersten 20 Minuten sind um. Und wir gehen direkt ins nächste Drittel rein. Und es bleibt tatsächlich 0-0 bis jetzt. Mal schauen, wie es weitergeht.
So. Man versucht es hier. Über. Da ist das Tor. Dominik Uha. Und dann auf Ty McGinn. Das war schön. Das war sehr schön. Da hat Uha sich nicht aus Ruhe bringen lassen. Da hat Ty McGinn gesehen. Sehr frei. Und das war das erste Tor. Jetzt muss Bremerhaven genau da weitermachen. Franzrett macht hier einen sehr starken Job. Tor! Timeout gehen auf Uha. Nächstes Ding drinne. Jetzt hat Timeout in die Vorlage gegeben auf Uha. Bumm. Ding drinne. Sehr schön. So kann es weitergehen. Aber wir dürfen nicht aufgeben, wir dürfen nicht schludern. Wir wissen ja, dass die Wolfsburger starkes Spiel machen können. Und die gesagte Sache auch wieder gefährlich machen können. Oh, hier! Jan Urbas! Das sind manchmal so Checks bei, da denkt man sich, ah, was? Aber es geht hier in eine richtige gute Richtung. Wie ich finde. So. Ja. Alter, Franz Repp, bist du denn verrückt? Oh, was ist das denn? Ja, da muss man auch hier ein bisschen aufpassen wieder. Abseits. Da haben sie die Chance und laufen ins Abseits. So. Vierte Reihe. Aber auch die kann Tore schießen. Das haben sie schon bewiesen. Hier. Ach man. Das hätte besser werden können. Schön gespielt hier. Das war auch gut gedacht von Tim Lutz. Dominik Uha. Ty McGinn.
Nochmal Ty McGinn. Ja, nee, doch nicht. Wolfsburg kommt hier gerade nicht richtig ins Spiel. Habe ich das Gefühl. Wir machen hier doch ein souveränes Spiel. So. Jetzt über Trischka. Ja, da versucht man's. Über Andersen jetzt hier. Andersen gibt den Pass nach vorne. Aber der kommt nicht da an, wo er hin soll. Oh, Alter. Krieg ein zu viel hier in diesem Spiel. Was ist das hier gerade, bitte? Aber der kann einfach so durchlaufen. Ruckgieser. Das hätte noch was werden können. Man versucht es vergeblich. Auch noch mal die Sosa, aber der Versuch bleibt vergeblich. 2:0. Ich will mal ganz kurz auf die Statistik noch mal ganz kurz gucken. Die müsste eigentlich für uns sprechen. Nee. Torschuss möglich. Oh. Aber Offensivzeit sind wir besser. Ja, das heißt, wir sind mehr vor den Kasten oder im Drittel der Wolfsburger. Bulli gewonnen. Ja, hier ist schon wieder sehr nice gespielt. Da wird die Scheibe losgelassen. Über Ty McGinn jetzt mal hier wieder. Oh, hier, das hätte auch was Schönes werden können. Also, abwehrtechnisch sind wir hier auf dem Vormarsch. Da machen wir gerade ein grandioses Spiel. Nein! Wo schießt du hin? Alex Friesen. Kommt sehr nice durch. Aber da hält Strahlmeier auch fest. Ist schlau tatsächlich von ihm. Weil das hätte natürlich jetzt auch nach hinten losgehen können, wenn er die Scheibe losgelassen hätte. Abwehrtechnisch sind wir hier wirklich grandios.
Ungelogen. Guckt euch das an hier. Hier auch stark gespielt von Patch Elba. Alter, was Franz Ripp hier gerade hält, ne? Ja, man muss hinterherlaufen. Weise. Lutz. Boah. Meine Fresse. Leute. Der ist ja wie ausgewechselt. Nein, wie ist das? Jetzt Tim Lutz. Kann sich hier ein Mal machen. Kommt noch sehr stark durch. Bremerhaven schießt jetzt aus jede Lücke. Macht jetzt jedes Mal irgendwas besser. Habe ich das Gefühl, kommt auch immer besser ins Spiel. Meines Erachtens. Tolle! Das Ding ist drinne! 3-0, Tim Lutz! Einfach mal abgezogen! Zack, Dack, drinne! Reaktion von Strahlmeier gleich 0. So, da Bremerhaven macht genau hier weiter. Wo sie aufgehört haben. Och, Alter. Hab ich gerade einen Schrecken gekriegt. Ich hab gerade einen Herzinfarkt gekriegt. Die Sosa versucht hier auch noch mal ein bisschen mitzureden. Also Abwehrarbeit ist hier von mir, meiner Seite aus, hier echt stark gerade. Alter Schwede. Boah, hier hätte es nochmal dann 4-0 werden können. Stark, ganz stark. So, Trischka kann hier auch noch mal ein bisschen mitreden.
Das ist nicht das, was Bremerhaven will. Die halten das Tor gerade sauber. Herzinfarkt hier. Alter Schwede. Und somit gewinnt Bremerhaven das erste Playoff-Spiel, so wie es in der Wirklichkeit auch war. Ich glaube, ich spinne. Und es ist ein 3:0. Ein 3:0. Franz Repp wird hier zum Matchwinner, was der für Saves rausgeholt hat. Freunde, wir sehen uns Samstag wieder. Und da wird es wahrscheinlich, hoffe ich zumindest, genauso ein geiles Spiel aus der Eisarena Bremerhaven. Freunde, ich freue mich schon drauf. Bis dahin sage ich erstmal bis dann und ciao.